Wer zuerst abdrückt, kriegt die Kohle. Killen oder gekillt werden. Klar, was hier passiert ist. Hier ist ein Deal schiefgelaufen. So eine Scheiße passiert jeden Tag. Aber das sehen die Leute nicht. Das ist das normale Leben in der Vorstadt. Jeder geht brav zur Arbeit. Du guckst dich um und siehst normale Leute, wie den Typ da mit seinem Hund. Und dann wird jemand abgeknallt. Für uns hier in Holland ist das Alltag. Das ist unser Job, einfach unser Job, jeden Tag. Man darf sich nicht bescheißen lassen, sondern muss die anderen bescheißen. So einfach ist das. Wir wollen was tun für unsere Leute, für unsere Rasse. Wir müssen geschlossen auftreten und uns gegenseitig helfen. Auf ganz verschiedene Arten. Dafür brauchen wir niemanden von außen. Ich war 3, als wir 1973 hierher kamen. Mein Vater war ein fleißiger Mann in Suriname. Er war Techniker in einer großen Firma. Er schmiss seinen Job und kam in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit seiner Familie nach Holland. Aber hier wurden ihm nur scheiß Putzjobs und so angeboten. Also musste er irgendwie anders an Geld kommen. Dus uiteindelijk ging hij ergens anders om het geld vandaan halen of wat dan ook. In Suriname nennt man das The Hustle. Er hatte keine Ahnung, wie er sonst an Geld kommen sollte. Einmal mussten wir ihm bei einem Job helfen und die Wohnung von einem Freund sauber machen. Sie dachten, wir wären zu klein, um zu kapieren, worum es da ging. Aber ein Blick auf das Blut an der Wand hat gereicht. Der Teppich war auch voller Blut. Alle waren dabei. Meine Mutter, meine Brüder. Und wir haben mit Eimern und Seife sauber gemacht. Überall klebte Blut und Zeugs. In diesem Zimmer habe ich immer abgehangen. Da drüben hat mein großer Bruder geschlafen. Diese Wand hier zeigt, wie alles angefangen hat. Damals war ich noch unschuldig. Aber man sieht schon, was uns im Kopf rumging.
Hier, guck mal, der Wunsch nach Geld, Freiheit, bla bla. Den ganzen Scheiß, den man so mitkriegt. Hier sieht man die Jungs, die dabei waren, die Nummer 1, den Boss. Mit sowas haben wir uns beschäftigt. Was steht da an der Wand neben dem Spiegel? Das? Der Zeitungsausschnitt. Das war ein Kumpel. Ruhe und Frieden, er wurde erschossen. Diese Jungs leben noch. Und die mit einem Sarg sind Freunde, die tot sind. Alle tot. Alle gewaltsam gestorben? Haben sich eine Kugel gefangen. Ich habe immer noch was dazu geschrieben für die Jungs. Wer ausgestiegen ist und wer neu dabei war. Die Liste verändert sich ständig. Sie ist unsere Schicksalsliste. Das Jahr 2000, tot. Auch tot. Das ist die Liste von 2002. So sah es 2002 aus. Wir haben immer für unsere Grundsätze gekämpft. Bei uns Ausländern ist es total normal, dass du eine Waffe dabei hast, um dich zu verteidigen. Ist es mehr als normal, dass du eine Strap ist? Ergens of een wapen om je te verdedigen. Kan de knarre zijn of een axt. Egal. Is de strap, maakt niet uit. Je hebt altijd iets. Hauptsache, du hast eine Waffe. Immer. Weet ik nog, had ik altijd in een hoekie. Die hier stand immer bei mir, in der Ecke. Für alle Fälle. Vielleicht war ich zu jung für eine Knarre. Aber ich musste mich verteidigen. Statt die Bullen anzurufen, nehmen wir das hier. So sehe ich das. Keine Polizei. Es ist ganz schön teuer, jemanden zu beseitigen. Vor allem, wenn man es richtig machen will. Du brauchst einen Bauern als Freund, einen, der Schweine züchtet. Schweine fressen eine Leiche komplett auf, mit Knochen und allem. Bis auf die Zähne. Nach denen musst du dann in der Scheiße suchen oder du schlägst sie vorher raus. Nach einer Woche ohne Futter frisst so ein Schwein alles. Und wenn du 10 hast, ist eine Leiche in einer halben Stunde weg. Viele von uns sind draufgegangen. Einer wurde in Surinam begraben, den haben sie nie wiedergefunden. Ein anderer Kumpel von mir wurde mit aufgeschlitzter Kehle in seinem Haus gefunden. Meinem Cousin haben sie in den Mund geschossen. Und einen anderen Freund haben sie an einer Ampel mit Kugeln richtig durchsiebt. Was gibt's? Hühnchen, Erbsen und Kartoffeln. Okay. Klingt gut. Eastside OGB, man, gangster Brown, nigga. Closer to the free throw line with the 9. Let them have it 3-4 times. I'm a big boss. She gon' mind his cost. Ja. Komm mal Mittwoch mit, das ist alles. Weißt du, was sie damit gemacht haben? Die haben sie eingesprüht, die hielten nicht richtig zusammen. Ich kann dir das besorgen, das ist gefaktes Kokain. Wie schwer sind die normalerweise? 5 Gramm, diese wiegen 8 Gramm. Dann machst du 3 richtige und schmeißt sie rein. Wenn du dann bei dem Typen zu Hause bist, weißt du, dass da 3 echte drin sind. Du weißt, 3 von den Dingern sind echt. Du nimmst eins raus, riecht wie Koks. Lass uns warten, bis wir das echte Koks kriegen. Er hat mit der Uzi geschossen und nicht mit der Glock, oder? Er hat sich die andere Glock geschnappt. Damit hat er nur einmal geschossen, aber er hat ihn nicht getroffen. Und die will er verkaufen. Wie viel?
Keine Ahnung. Viel kann er dafür nicht wollen. Wenn sie billig ist, nehme ich sie. Okay, aber er hat gesagt, wir müssen die Seriennummer verschwinden lassen. Kein Problem, ich kenne da jemanden. Er sagt 1500, zu viel? Sehr teuer, sehr teuer. Ich muss ja auch die Nummer noch rauskriegen. Er sagt, er hat 2000 dafür bezahlt. Er sagt, er muss zuerst die Seriennummer wegmachen. 1000 ist okay. Er sagt, 1000 ist okay. Sag ihm, ich melde mich. Er sagt dir später Bescheid, okay? Okay, bis dann. Bis später. Ich tüte die Sache für dich ein, okay? Was liegt an heute? Wir holen Main ab, ein Kumpel, der heute aus dem Knast kommt. Er saß wegen der üblichen Scheiße ein, wollte Geld verdienen. Meine Knarre ist wie meine Visakarte. Die habe ich immer dabei, wenn wir unsere Jungs abholen. Die Dinger, die wir gedreht haben, waren nicht immer ganz astrein. Deswegen gehe ich jetzt lieber auf Nummer sicher. Für die harten Jungs bringt der Knast gar nichts. Mit dieser Kacke machen sie auch keine Heiligen aus uns. Hier müsste er rauskommen. Na, doch nicht. Vielleicht lassen sie ihn auf der anderen Seite raus. Main ist mein Kumpel, mein Weggefährte. Er ist mein zweites Ich. Wie wir in Suriname sagen, ein echter Kämpfer. Er ist die Basis vom Set. Er hat jemanden kalt gemacht und sitzt dafür ein. Das hat ihm Respekt verschafft. Wie geht's, Alter? Ich lebe noch. So eine beschissene Kacke da drin. Nie wieder gehe ich da rein. Nicht, dass ich nie wieder in den Knast gehe, aber nicht wieder da rein. So schwer, der Sack. Es war hart da drin. Main, Alter. Zurück zu Hause. Es lebe Main Triad. Das ist kein verdammtes Spiel für uns. Diese Wichser machen dich fertig. Fickt euch alle. 187. Ich habe Kontakt zu einer Organisation aufgenommen. Die helfen mir dabei, wieder klarzukommen. Ist ein Trajekt, das ich kann folgen. Damit ich Verantwortung für meine Kinder übernehmen kann. Ich muss auch Verantwortung nehmen für die, für meine Kids. Endlich wieder da. Papa hat sein eigenes Fach. Guck mal, er hat Post. Ich muss jedes Mal nachschauen, ob ich Post habe. Jeden Tag? Ja, ich schaue jeden Tag nach. Hier wohnen Leute, die im Gefängnis waren. Wenn sie entlassen werden, können sie hierher kommen. Ich bin hergekommen, weil ich ein richtiger Papa für euch sein will. Hier wohnt Papa jetzt also. Versteht ihr das? Ja. Wisst ihr noch, als ihr klein wart? Da habe ich immer gesagt, ich arbeite auf der Straße. Erinnert ihr euch? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Du hast doch in einer Autowerkstatt gearbeitet.
Als ihr noch klein wart, habt ihr immer gefragt, wo arbeitest du, Papa? Und ich habe gesagt, auf der Straße. Ihr habt immer gedacht, ich sei ein Straßenarbeiter. Ja, das habt ihr wirklich gedacht. Aber in Wirklichkeit war Papa kein lieber Junge. Als Papa aufgehört hat, in der Werkstatt zu arbeiten, hat er auf der Straße Sachen gemacht, die er nicht hätte tun dürfen, sagt die Polizei. Ich habe euch das bisher nicht erzählt. Als ihr klein wart, war Papa nicht da. Als er zurückkam, warst du 5. Kannst du stillsitzen, mein Schatz? Papa will nicht zurück ins Gefängnis. Deshalb macht er jetzt keine schlimmen Sachen mehr. Keine Sachen, die die Erwachsenen kriminell nennen. Papa war kriminell, aber das möchte er jetzt nicht mehr sein. Von nun an wird Papa ein richtiger Papa sein. Jedes Wochenende kann mich einer von euch hier besuchen. Ich werde mit Mama vereinbaren, dass Gennaro als Erster kommen kann. Ich will zuerst mit ihm reden, weil er gerade nicht so gut in der Schule ist. Darüber will ich mit ihm reden, denn wenn ihr euch in der Schule nicht anstrengt, dann endet ihr genauso wie Papa. Ihr müsstet dann auch auf der Straße arbeiten und kriminelle Sachen machen. Und das will Papa nicht. Darum versuche ich euch klarzumachen, dass es besser ist, in der Schule aufzupassen. Du darfst dem Lehrer nicht den Mittelfinger zeigen, Gennaro. Das geht nicht. Ich hätte dich dafür bestraft. Darum will ich dich zuerst sehen. Du willst nicht wie Papa enden, glaub mir, das willst du nicht. Hier, das blaue Tuch, das ist das Zeichen der Crips. Das ist unser Viertel, genau hier. Wir sind die Crips, Mann. Wir scheißen auf die Bullen. Das ist unser Viertel, wir scheißen auf die. Ja, guck mal hier. Später wird es auf meiner Brust sein. Und dann ist das kein Spiel mehr. Und dann ist es kein Spiel mehr. Das ist mein erstes Tattoo als Symbol für meine Gang. Ich lasse mir keinen Tribal-Schwachsinn stechen. Meine Haut ist noch jungfräulich. Das hier wird mein erstes Tattoo für den Rest meines Lebens, bis ich sterbe. Kapiert? Main Triad. Das ist die Gang. Und das hier bedeutet bis in den Tod. Es bedeutet, steht zu euren Leuten bis zum Schluss. So einfach ist das. Oder du sagst, fuck, das ist nichts für mich. Rechts abbiegen? Nee, passt. So machen wir das. Holen uns die Knete. Halt mal. Nur Bares ist Wahres. Ja, sieht gut aus. Er gehört seit fast 5 Jahren zur Gang. Es wird Zeit, dass er den nächsten Level erreicht. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Und das ist eine Verabredung, die wir vor 5 Jahren getroffen haben. Jetzt ist es soweit. Darum kannst du nicht bitten. Du musst es dir verdienen. Vor allem den Sarg. Ich zeig ihn dir. Das hier ist ein kleiner. Das ist im Grunde das Logo unserer Gang. Das bekommt nicht jeder. Das erlaube ich nicht. Ich will nicht, dass irgendwelche Fake-Nigger das Familiensymbol tragen. Das musst du dir verdienen.
Dieser Nigger ist jetzt ein Mitglied. Passt auf euch auf, ihr Penner. In den Kiez? Ja. Ich muss Verantwortung für meine Kinder übernehmen. Ich werde ihnen helfen, egal was für Probleme sie haben. Du willst mir sagen, du bist raus? Schluss mit dem Bang? Was soll das heißen? Willst du die Seiten wechseln oder was? Wie stellst du dir das vor? Das wäre schade. Wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen. Es geht gerade erst los. Und ich will, dass du dabei bist. Ein Kind ist kein Grund, auszusteigen. Ich will einfach keine Scheiße mehr bauen. Irgendwann wird die Gang wieder auf mich zukommen. Für einen Mord. Das macht mir Sorgen. Die üblichen Geschäfte? Nein. Aber Gennaro und LaShawn wollen bei mir einziehen. LaShawn wird zwischen Cheryl und mir hin und her pendeln. Aber Gennaro habe ich den ganzen Tag, 24 Stunden. Ich kann nicht für die Gang unterwegs und Vater sein. Das ist mein Problem. Ich hätte schon Bock, aber ich kann nicht. Ich würde total gern eine Bank stürmen und alle auf den Boden schicken. Aber das kann ich nicht bringen. Ich mache das für Gennaro, für meine Kinder. Wenn hier jemand abgeknallt werden muss, kann ich nicht auf dich zählen. Okay, ich habe mehr als genug Leute, um unsere Scheiße zu Ende zu bringen. Aber bei allem Respekt, du bist jetzt eine Schwachstelle. Du kannst das nicht durchziehen. Das wirst du bereuen. Wenn sie dich finden wollen, MC, dann finden sie dich, glaub mir. Komm runter, entspann dich. Alles klar? Ich kann doch nicht zwei Sachen auf einmal machen. Ich habe Verantwortung für meine Kinder. Schon okay. Du hast eine mutige Entscheidung getroffen. Du warst nie ein feiger Nigger und wirst nie einer sein. Gib mir Zeit, das zu klären. Ich komme wieder. Das will ich hören. Weil, wenn wir es einmal geschafft haben, dann ist Schluss mit dem Stress. Dann wohnst du in einem Penthouse mit allem Drum und Dran. Bist du schon da? Ich kann dich nicht sehen. Ah, okay, da bist du. So sieht's aus, aber wir reden später weiter. Was gibt's? Ich will die Leute nicht unter Druck setzen. Nee, aber ich muss wissen, du hast mir noch nicht gesagt, sind die bewaffnet oder nicht? Nein. Okay, aber ich muss wissen, wie viele es sind, damit ich vorbereitet bin. Das musst du regeln. Wir reden hier über 150.000 Euro. 9.000 pro Kilo? Nee, wir verkaufen für 11.000 das Kilo. Weißt du, wie viel Geld das ist? Du hast gesagt, für 22 Kilo. Nein, jetzt sind 27. Unterm Strich bekommst du 23 Kilo sauberes, gutes Zeug raus. 23 mal 11 macht... 23 mal 11 macht... Hast du das mal ausgerechnet? Das sind 200.000. Ich wollte immer Brüder haben. Jetzt habe ich Brüder. Aber jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss mich wieder von ihnen lossagen.
Aber jeden Abend denke ich an die Zeit zurück, als ich mit Kilo unterwegs war und Dinge gedreht habe. Mehr als 200.000. Sag ich doch. Hör zu, du bist mein Freund. Ganz einfache Entscheidung. Was mache ich für 200.000? Ich mache Bam 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 und schnapp mir das Zeug. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe gerade eine nette kleine Ladung gekauft. Mal gucken, wie das aussieht. Ich check das mal und dann wissen wir, woran wir sind. Wir gaan even kijken hoe of wat. Ist okay. Was kriegt man dafür auf der Straße? Ungefähr? Schätzungsweise 40, 50. 50.000? Sind die vom Laster gefallen? Sowas in der Art. Die Niederländer würden es so formulieren. Wir nennen es einfach Handel. Ist lang, doch. Komm runter. Drop down. Hey, komm. Halt dich fest. Gut, festhalten. Einmal noch. Komm, zieh dich hoch. Los, ziehen. Ich lass dich nicht fallen. Okay, Schatz. Mein Neffe. Mein Cousin war für mich wie mein kleiner Bruder. Er wurde zusammengeschlagen und er bat mich um Hilfe. Damals bekam jeder, der meiner Familie was tat, ein echtes Problem mit mir. Ich habe dem Typen gesagt, er soll meinen Cousin in Ruhe lassen, sonst gibt's Ärger. Er sagte, ich würde eh nur quatschen und bla bla bla, dass er mich abknallen würde. Da wurde ich sauer und habe ihm eine geknallt. Er wollte dann seinen Vater rufen. Und ich habe gesagt, ruf ihn ruhig an. Mir war klar, dass die Sache jetzt eskaliert. Ich hatte damals eine Schrotflinte und eine 12mm Pistole. Ich habe die 12mm in meine Tasche gesteckt und das Gewehr hinter die Wohnungstür gestellt. Als ich vors Haus ging, kamen 5 Männer auf mich zu. Der Vater versuchte, eine Zigarette in meinem Gesicht auszudrücken. Ich habe seine Hand weggeschlagen. Und dann fingen sie an, auf mich einzuprügeln. Ich habe es irgendwie zurück ins Haus geschafft. Ich habe das Gewehr genommen, es durchgeladen. Und als sie das Geräusch hörten, glock, glock, sind sie losgerannt. Klak, klak, begonnen ze te rennen. Op een of andere manier ben ik achter de... Ik ben dan dem älteren Mann hinterhergerannt, weil er mir die Kippe ins Gesicht drücken wollte. Ik denk dat hij probeerde die shit uit mijn, die sigaret in mijn gezicht uit te drukken. Bleef achter hem aanrennen. Ik heb ihn vervolgd en daarbij op ihn geschossen. Op een moment gleed hij uit. En toen is hij gevallen. Irgendwann ist er ausgerutscht. Er lag da und ich habe mein ganzes Magazin auf ihn abgefeuert. Damals traf ich Kilo. Seitdem sind wir beste Freunde. Ich glaube, wenn ich als Pussy in den Knast gewandert wäre, hätte ich Kilo nicht kennengelernt.
ja. Tja, ich habe nächste Woche einen Job. Ja, ich habe ein bisschen sehen wir folgende Woche. Kann sein, dass sie mich dann kriegen. In jedem Fall ist das kein Spaß. Aber das ist mein Leben. Ja. Und das ist, was ich tue. Weißt du? Op elke missie leg je je leven in de waagschaal, ja toch? Jeder Einsatz könnte mein letzter sein, verstehst du? Du bekommst nichts geschenkt. Du musst es dir nehmen. Und eine Menge kann dabei schiefgehen. Aber hoffen wir mal, dass alles glatt geht. Und dann habe ich wieder ein bisschen Kohle, um eine Weile zu leben. Gangster sein ist ein 24-Stunden-Job. Du isst, lebst und schläfst als Gangster. Alles, was du tust, tust du für deine Gang. Sie ist deine Familie. Und wenn du für die Clown abziehen und töten musst, dann ist das eben so. Alles klar? Du hast ja schon angefangen. Na, ich muss doch hier sauber machen. Das Geld ist schon auf der Bank. So schnell geht das. That's how we do it. It's quick. Dieses Jahr gehe ich endgültig zurück nach Suriname. Ich mache ein kleines Café oder Restaurant auf. Vielleicht auch ein Callcenter. Irgendeinen stressfreien Job, mit dem ich genug verdienen kann und nicht mehr abzocken muss. Verstehst du? Ich will mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen und sie vor dem bewahren, was mir als Kind passiert ist. Und probieren, um sie zu behüten. Voor dingen die mij zijn gebeurd toen ik klein was. Kijk,
Ich werde bald mit Kilo reden. Er will wissen, was los ist. Dann muss ich es ihm sagen und alles nochmal erzählen. Das wird hart. Also, meine Tochter hat einen sehr schweren Unfall gehabt. Und sie hat sich nicht erholt. Aber zumindest bin ich jetzt wieder dabei. Ich kann wieder das machen, was ich am besten kann. Was mich zufrieden macht. Ich liebe meine Kinder. Ich habe versucht, etwas zu tun, aber ich war noch nicht bereit dafür. Vielleicht kommt das noch. Aber ich war nicht glücklich. Ich musste mit Leuten zusammenarbeiten, die mir egal waren. Ich musste mit Menschen gaan werken, waar ik helemaal niet voor voel. Kaffeepausen, Zigarettenpausen. Und ich musste mir den ganzen Schwachsinn von denen reinziehen. Zuerst erzählen sie dir, wie schrecklich ein Typ ist, und 10 Minuten später machen sie einen auf Kumpel mit dem. Das ist nicht mein Ding. Was ist das? Was ist das? Wie läuft's? Ich hab euch vermisst. Ihre Mutter hat ihr beim Anziehen geholfen. Und sie wollte einen anderen Gürtel, weil ihrer zu groß war. Ihre Mutter ging in die Küche und holte ein Messer, weil sie damit ein Loch in den Gürtel stechen wollte. Sie dachte, das geht ganz einfach. Sie wusste nicht, wie hart das Leder ist. Als sie versucht hat, ein Loch in den Gürtel zu stechen, ist das Messer abgerutscht. Nicht ins Knie, nicht in den Oberschenkel, sondern in den Bauch. Sie hat ihr das Messer in den Bauch gestoßen. Innerhalb von Sekunden ist das Blut aus ihr rausgelaufen. Wie geht's ihr jetzt? Beschissen. Total beschissen. Medizinisch gesehen liegt sie im Wachkoma. Sie hat einen schweren bleibenden Hirnschaden. Ihr Gehirn ist schwer beschädigt. Als ich sie gesehen habe, wollte ich sie von ihrem Leiden erlösen. Das ist mein Problem, das ist in meinem Kopf. Aber jetzt bin ich drüber weg. Ich bin wieder da. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich bin wieder voll dabei, ich bin wieder da. Scheiß auf alles und jeden. Letzte Woche habe ich ihr eine SMS geschickt. Ich habe ein Haus. Ich wollte sie zu mir holen und sie besser kennenlernen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Nie mehr. Mir fehlen die Worte. Ich kann nur sagen, scheiß auf alles. Du kannst stinksauer sein, eine scheiß Wut haben, aber worauf? Was können wir machen? Ich hätte das Bedürfnis, jemandem weh zu tun. Ich werde jemandem wehtun. Ich bin eine Zeitbombe, glaub mir. Das ist scheiße, echte große Scheiße. Oktober 2007. Alles war gut. Alles war bis ins Detail vorbereitet. Es konnte losgehen.
Dann Alkoholkontrolle. Als wir rausgewunken wurden, wusste ich, das war's. Sie legten uns Handschellen an. Ich war nicht nervös, keine Spur von Angst. Ich war so erleichtert, ich konnte es selbst nicht fassen. Ich kann es kaum erwarten, bis er wieder da ist und wieder an die Arbeit geht. Das System funktioniert nicht, kein scheiß bisschen. Sie sperren die Nigger immer wieder ein, aber die werden nur immer schlimmer, wie Tiere, krasser als vorher. Es geht darum, was sie gefunden haben und wie sie es gefunden haben. Er war mit einem anderen Mann im Auto. Er trug eine Sturmhaube. Im Auto befanden sich eine Waffe, ein Elektroschocker, mehrere Kabelbinder und eine Wegbeschreibung. Wie bitte? Und eine Wegbeschreibung. Der Staatsanwalt wird sagen, Vorbereitung. Vorbereitung eines Einbruchs oder Diebstahls. So geht man nicht raus, wenn man einen Kaffee trinken will. Laut Gesetz sind nicht nur Einbruch und Diebstahl strafbar, sondern auch der bloße Versuch. Die Vorbereitung einer Straftat ist ebenfalls strafbar, wenn man Gegenstände mit sich führt, die man braucht, um ein Verbrechen zu begehen. Bitte erheben Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Sie müssen die Fragen nicht beantworten, aber Sie dürfen natürlich. Es mag wel. Let u in ieder geval goed op. Seien Sie sehr aufmerksam. Sie sind als Verdächtiger in einer Strafsache vorgeladen. Der Staatsanwalt wird nun die Anklageschrift verlesen. Vertellen waar het vandaag over gaat, wat hij u verwijt. Dem Angeklagten werden 5 Straftaten vorgeworfen. Sie haben einen Einbruch oder schweren Raub vorbereitet oder Erpressung oder Freiheitsberaubung in einem gestohlenen Fahrzeug mit gestohlenen Nummernschildern. In een gestolen auto voorzien van gestolen kentekenplaten. Bestemd tot het begaan van dat. Zur Vorbereitung der Straftat befanden sich in ihrem Besitz eine Schusswaffe, ein Magazin mit 14 Patronen, ein Elektroschocker, 2 Sturmhauben, 2 Handschellen, Kabelbinder, eine Rolle Isolierband, ein Haarnetz, 2 Strumpfhosen, ein paar Handschuhe. Können Sie uns etwas über Ihre persönlichen Lebensumstände sagen? Ich war in einem Reintegrationsprojekt des sozialen Dienstes. Aber in meinem Leben sind Sachen passiert, die mich wieder auf die schiefe Bahn gebracht haben. Jetzt sitze ich hier und ich weiß, dass ich an meinem inneren Frieden arbeiten muss. Gott hat dafür gesorgt, dass ich in eine Verkehrskontrolle gerate. Wie lange ich nun an meinem inneren Frieden arbeiten kann, werden Sie mir sagen. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Wenn ich das hier hinter mir habe, habe ich vielleicht die Chance, wieder von vorn anzufangen. Ohne die Strumpfhosen im Auto und wenn er nicht eine Sturmhaube getragen hätte, wäre er vielleicht noch davongekommen. Aber so war alles einfach zu offensichtlich. In 2 Wochen wissen wir mehr. Ich weiß, dass er das Zeug nicht geklaut hat. Ich habe es ihm ja gegeben. Okay, Minister Schittema. Paul, nicht so schlimm, 20 Monate sind okay. Ja, 20 sind nicht so schlecht. Zieh 3 Monate ab, dann sind es 17. Und zieh noch ein bisschen was ab. Minus die Zeit in U-Haft. Wie viele Monate unterm Strich? 14 Monate, weniger ein Drittel, insgesamt vielleicht 11 Monate. Wir nennen das Sommerferien. Was ist es? Er hat 3 Monate gesessen, das ist 11. Sommervakantie nennen wir das. Pass auf, Kilo, ich brauche ein Auto. Nur für ein paar Tage, ich werde... Wir reden später. Ich glaube, es kommt ja ab, das war. Ja.
Ich kenne diese Frau in Amsterdam. Das ist sicher. Und ich kann ran, wenn ich will. Aber darum geht's nicht. Ich brauche ein Kilo Hasch. Ja. Das will ich in eine Kiste nach Suriname schicken, damit ich ein bisschen Geld habe, wenn ich dort ankomme. Gutes Heroin geht auch. Kannst du haben, aber wir arbeiten nicht getrennt. So läuft das nicht. Wir haben hier ein paar Jobs gemacht und das Geschäft läuft gut. Aber ich will wissen, du redest über eine Frau, aber du sollst hier bei deinen Jungs sein und nicht bei irgendwelchen Leuten. Bei deinen Freunden, verstehst du? Das mag alles ein Spitzenplan sein, aber ich bin nicht begeistert. Ich freue mich für dich und ich gönn's dir auch. Aber wo kommen wir da ins Spiel? Was hat das mit der Gang zu tun? Und jetzt erzählst du mir, dass dein Zeug bei dieser Frau ist. Genau wie die Kanone, die du damals bei diesem Inder gelassen hast. Sowas geht nicht. Du solltest dich an deine Leute halten. Ich will dich nicht anmachen oder so, aber du darfst nichts hinter unserem Rücken drehen. Geh über unsere Kontakte. Keine neuen Leute. Du hast die Gang. Ich gebe dir unseren Kontakt, aber mach nichts ohne uns. Ich kenne ein hohes Tier am Flughafen Schiphol. Er könnte den Stoff nehmen, aber ich habe gar keinen Bock auf diesen Scheiß. Wir müssen jemanden finden, der vertrauenswürdig ist und es an Bord bringt. Drüben haben wir die MP, die Militärpolizei. In Suriname gibt's kein Problem, nur hier. Ja. Hier ist alles cool, dafür habe ich meine Leute, 100%. Du kennst mich, du bist mein Bruder. Keine Sorge, wir schaukeln das zusammen, hundertprozentig. Wann geht's denn los? Morgen, okay? Ich habe ihm gesagt, was ich zu sagen hatte. Der Rest ist sein Bier. Ich habe nichts weiter darüber gehört, aber er weiß, wie es läuft. Entweder du stehst mir Rede und Antwort oder du bleibst weg. So wie Santos jetzt. Ich weiß nicht, wo er ist und das ist mir auch scheißegal. Santos, nee. Er muss sich um ein paar Sachen kümmern und das macht er. Ich hoffe nur für ihn, dass er das clever anstellt und dass er an die Gang denkt. Denn wenn nicht, verliert er seine Position. Aber das weiß er. Was heißt das? Dann ist er ein Bitchnigger. Das ist das Letzte, was du sein willst. Als Bitchnigger kann dir alles passieren. Dann gibt's keine Garantien für nichts mehr. Ich sage nicht, dass ich was mache oder wer was macht. Aber wir beschützen ihn dann nicht mehr. So läuft das. Standard.